Hallöchen, meine Lieben, und willkommen hier zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, alles an einem Tag gequetscht. Es ist jetzt gerade 10 vor 8. Ich mache mal wieder eine Rennfolge. Gerade eben habe ich hier im ich habe hier gerade in Green Hills Valley eine gemacht. Jetzt mache ich hier in Silverglade ein Paar. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ja, letzte Folge habe ich darüber geredet, wie komisch es ist, wenn man sich an alte Zeiten erinnert, und habe euch irgendwie mit dem Scheiß vollgetextet. Ja, okay, Scheiß ist nicht wirklich, aber ich finde es halt komisch. Ja, ich habe ein bisschen überzogen, ein bisschen sehr überzogen. Aber ich habe ja immer noch 96 GB frei oder 97 irgendwie so für Videos, alles für Videos. Damit ich schön viele Videos machen kann. Das machen wir hier. Ich finde es cool, dass die Pfeile da oben angezeigt werden, weil sonst würde man sich ja überhaupt nicht zurechtfinden. Ich glaube, ich würde die Strecke jetzt, weil ich sie schon irgendwie 100 Mal insgesamt geritten bin, seit mein Star Stable da war, würde ich sie schon auswendig kennen, aber wenn jetzt das Level ist, wo man die gerade erst kennenlernt, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Habe ich gelernt, hier außen rum zu reiten, wo ich die auch schon lange nicht mehr geritten bin hier. Also das ist auch irgendwie ein bisschen... Aber das mit dem Fallen ist schon gut. Obwohl es auch ziemlich eng gestellt ist hier irgendwie. Tagesbester. Oh, es ist ja gar keiner geritten. Oh, so bin ich Tagesbester. Oh, cool, cool. Lobt sie mal, lobt mal. Warte. So, jetzt lobt mal. Lobt mal dein Pferd jetzt nicht irgendwie. Ja, genau. Ja, fein gemacht. Super, genau. So macht man das. Ja, gleich ein zweites Mal. Ja, genau. So macht man das, ne? Immer sein Pferd loben. So, einfach anstrengen hier. So, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich glaube, jetzt kam gleich die... Ja, genau. Jetzt kam gleich die scharfe Kurve. Und jetzt kam noch gleich eine scharfe Kurve. Und jetzt kam wieder eine scharfe Kurve, glaube ich. Ja. Oh, shit, die Kacke. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo muss ich hin? Ach, da hinten. Okay, dieses Rennen habe ich jetzt schon mal verkackt. Irgendwie beruhige ich gerade meine Nase. Dieses Netz, dieses... Oh, ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Ich muss ein bisschen weiter weggehen. Dass ich immer dagegen ditche. Wieso so eine Ditcherin? Ich bin so eine Ditcherin hier. Ui. Ah, bremsen. Nicht hier gegen Ant. Oh. Dieses Rennen verkacke ich voll. Oh ja, da werde ich auf jeden Fall nicht Tagesbeste. Ja, weiter. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht mal ein Video mit mir machen wollt. Ich habe ja jetzt gerade nicht so viele Fans oder so, deswegen ist es ja nicht so schlimm wie bei manchen anderen YouTuber, die total viele haben. Da ist nämlich dann meine Höchstleistung, aber ich bin nicht Erster. Höchstleistung? Was? Okay. Ich habe ja nicht so viele, Abonnenten und alles, und da ist es jetzt nicht so schlimm wie bei YouTuber, wo dann jeder einzelne sie anbettelt von diesen 1000 Abonnenten oder 1000 Likes, wo dann jeder einzelne sie anbettelt irgendwie, dass sie vielleicht mit ihnen reiten. Bei mir ist es ja nicht so, ich habe ja nur irgendwie 30. Ja, das ist nicht gerade viel, aber ja, da könnt ihr mir schon mal in die Kommentare schreiben, ob wir uns vielleicht mal treffen wollen. Ich hätte morgen oder übermorgen Zeit, also heute ist der Montag in den Osterferien. Ich weiß immer noch nicht, welches Datum heute ist. Ja, auf jeden Fall treffen können wir machen. Könnte ich ein Video machen, wie wir zum Beispiel einen Auftrag machen. Und ihr könnt dann einfach mitreiten. Es können auch übrigens nicht Star Rider sein. Muss ich irgendwie. Wir könnten dann leveln, wenn es nicht Star Rider wären. Dann könnte ich ein Level machen mit einer Freundin halt, wenn ihr wollt. Dann machen wir ja den Moorland und Fort Pinter. Da könnt ihr wahrscheinlich hin. Also nicht immer nur Aufträge in Epona oder so. Also ihr habt schon... Ach, ich muss mich gerade kratzen, sorry. ja. Jetzt ist es wenigstens Zweiter, ne? Okay. Also, dann weiter geht's. Oh, ich habe meine Uhr gar nicht gestartet. Shit, die Kacke. Oder habe ich es doch gemacht? Ne, ich habe es nicht gemacht. Shit. Dann würde ich mal sagen, ich nehme jetzt schon 3 Minuten auf. Oder wie lang geht eine Rennstrecke? Ja, ungefähr 3 Minuten. Also plus 3 Minuten jetzt immer. 3 Minuten muss ich mir merken. Weil ich starte sonst immer meine Uhr vom Handy.
da, also lässt die Timer laufen und macht dann irgendwie immer eine Viertelstunde. Also wenn mein Timer sagt 12 Minuten, da muss ich langsam aufhören. Jetzt kommen noch die Strecken von der, hier vorne, vom Weingut und dann noch eine, die eine von der Baroness. Und dann Baroness, keine Ahnung. Und dann kommt noch, noch ein Video, wo wir das mit Steve und Windmühlen rennen und ach, ich weiß nicht. Ich will für mein Pferd ganz schön arg heute. Mhm. Und ich nehme vor allem alles auf. So, Reitstrecke ist dann. Oh, ja, ich glaube, das war das dritte neue Pferd hier. Ja, das der Isländer, der so, der Isländer, der hier und das Fjordi. Der Isländer, der Schwarz-Weiße, der Shire, der Schwarz-Weiße. Und das Fjordi, das, keine Ahnung, Farbe hat. Irgendeine Farbe. Farbe. Also ich mag jetzt Fjordis, ich finde die schon süß, aber ich finde, die sind hier nicht so gut animiert. Das sind wieder diese, wie zum Beispiel die Jorvik'sche Warmblut oder irgendwie so, die Anfangspferde und alles, die sind ja, oder die alten Friesen, die sind ja alle nicht so gut animiert, wie zum Beispiel hier mein Halfling oder so. Und die reiten auch nicht so schön. Ich finde, das Fjordi reitet ein bisschen komisch. Es ist süß und alles mögliche, aber es reitet ein bisschen komisch. Aber ich könnte auch mal wieder mit Dream Hunter, genau. Mit Traumfänger, mit Dream Hunter Videos machen, dass mein Fjordi mein braunes Fjordi. Also schreibt einfach mal in die Kommentare mit welchen Pferden ich mal wieder was machen soll, mit denen ich vielleicht lange nichts mehr gemacht habe. Und ja, da bin ich schon glücklich. Also einmal scharf hier um die Kurve. Ich reite mal durchs Gebüsch. So, dann hier lang. Hier reite ich auch mal durchs Gebüsch. Und nach vorne nehme ich dann die Abkürzung, indem ich hier zwischen diesen zwei Reihen an Krügen, zwei Reihen an, keine Ahnung. Ach, mir fällt auch ein, ich wollte auch noch das mit Slither.io nachgoogeln. Ah ja, genau. Apropos, ich sage das irgendwie fast in jedem Video jetzt dazu, dass ich in Slither.io, ich weiß ja nicht wie, aber ist im letzten Video, habe ich es nicht gesagt, egal. Ich weiß ja nicht, wie ich von Bandicam einen Browser aufnehmen kann. Das wollte ich eigentlich noch nachgoogeln, aber das dauert immer alles so lange, vor allem weil ich weil ich so viele Sachen jetzt machen muss, alles. Muss auch Mathe lernen, alles Mögliche. Und deswegen wollte ich euch jetzt einfach mal fragen, ob ihr das vielleicht wisst. Also ihr braucht das jetzt nicht extra für mich nachgoogeln, das wäre zwar sehr nett von euch, aber das braucht ihr jetzt nicht machen. Das wäre jetzt ein bisschen, als wärt ihr meine Dienstmärkte. Ihr habt, vielleicht, wenn ihr Bandicam selbst habt oder selbst ein Browser aufnehmt mit Bandicam, dann wäre das ziemlich hilfreich, wenn ihr mir da irgendwie das in die Kommentare schreiben würdet, wie man das machen soll. Weil ich habe echt wenig Zeit, also es wäre ziemlich nett von euch. Wer sich für Slither.io interessiert, weil sonst kann ich es einfach nicht aufnehmen. Zumindest nicht diese Ferien jetzt gerade noch. So muss es halt immer wieder in 2 Wochen, glaube ich, ja, genau. In 2 Wochen am Sonntag. Am Sonntag muss ich das dann, kann ich das nächste Mal dann irgendwie googeln oder so. Ja. Also, wie gesagt, wenig Zeit. Komme ich das alles nicht auf die Reihe. Oh, mir fällt gerade ein, dass wir heute auch noch... Oh, ja, ich muss mein Kanickel, ich muss die Möhre von draußen holen. Der hat mir im Garten, läuft immer so ein Kanickel rum. Das ist irgendwie so, das legt sich mir früh zum Sonnen hin, zum Nachbarn. Und da habe ich einfach mal da hat so eine Kuhle und da habe ich einfach mal die Möhre reingelegt über Nacht. Damit es, wenn es in der Früh sich sonnen will, dann kann es auch gleich mal was futtern. Keine Ahnung, das ist kein Nickel oder Hase, keine Ahnung. Das ist so ein süßes braunes Tierchen. Und ja, das muss ich jetzt eigentlich auch noch mal die Karotte irgendwie schauen. Wenn die Sonne da ist und wenn das Kanickel da liegt, will ich schauen, ob sie die Karotte gegessen hat. Weil ich habe es natürlich jetzt von 8 Uhr abends bis 8 Uhr in der Früh. Habe ich es jetzt liegen gehabt. Ah, ich sehe gerade Honeydew fast, also Honig. Honigtau, ich versuche. Jedes, immer wenn ich Honeydew sage, fällt mir das Wort Honigtau ein. Und das finde ich so knuffig.
Honey, oh mein Honigtau. Honigtau ist schon. Honigtau. Oh, shit, die Kacke. Nein. Shit, die Kacke. Was ich für Wörter benutze, mein Gott. Ich glaub's selbst nicht. Auf jeden Fall, Honeydew ist schon fast Level 5, das ist gut. Level 5 ist ungefähr so die, naja, nicht wirklich die Hälfte, aber zwei Level noch, dann ist es ungefähr die Hälfte. Zwei oder drei Level. Nee, drei Level, genau, drei oder vier Level, so rum. Oh, Honigtau, Honey. Ach ja, eigentlich wollte ich einen Spitznamen geben. Och, Honey, genau. Boah, diese Kopfhörer, ich habe so richtig große Kopfhörer. Die sind zwar groß und auch bequem, aber irgendwann, ich habe die jetzt schon seit 2 Stunden an und mache durchgehend damit Videos und alles. Und ich habe die kein einziges Mal abgesetzt. Das tut so arschweh. Ich nehme ja jetzt schon 9 Minuten auf insgesamt. Ich habe die 3 Minuten schon reingerechnet. Oh, aber das tut so, oh, das drückt voll. Muss ich gleich mal eine Pause machen vom ganzen Aufnehmen. Auch meine Stimme ist voll im Arsch. Ich rede ja hier schon seit 2 Stunden durchgehend. Ich komme gar nicht mehr zum Punkt. Ach mein Gott. So, letzte Strecke geschafft. 9 Minuten erst. Dann könnte ich vielleicht noch eins von diesen anderen Rennen machen. Oh, das... Wow, voll die coole Ausrüstung. Honeydew. Das heißt auch Honigtau. Oh, anscheinend ist der Name ziemlich beliebt. Honigtau. Oh, ich finde das so süß. Honigtau. Honeydew. Sorry. Ah, jetzt will ich mal schauen, was habt ihr da für Ausrüstung? Was ist das für eine Ausrüstung? Aber was hat sie für ein Hufeisen? Das normale. Was ist das? Level 4? Meinst du Level 5? Okay. Der Sattel ist der schwarze Sportsattel. Hab ich den vielleicht auch? Das ist eine coole Ausrüstung, wenn ich vielleicht noch ein zweites Schwert haben will. Ne, ich habe den Nachtreitersattel. Wo kann man den kaufen? Made in Jorvik. Könnt ihr mir mal sagen, diese Ausrüstung an, wie heißt die? Nadja Hawkhill. Wo der dieser Sportsattel, der schwarze Sportsattel, wo man den kaufen kann? Made in Jorvik. Die habe ich auch. Winter Western Zaumzeug. Winterwestern-Soundzeug. Wickelgamaschen, die gleichen habe ich auch. Wie hoch bin ich gerade gesprungen? Habt ihr das gesehen? Rote Profidecke. Habe ich die? Mann, ich sitze hier auch schon so lange. Nee, ich glaube, die habe ich schon, aber nicht hier. Rote Profidecke, keine Ahnung. Naja. Cool, ich dachte, hier hinten ist noch ein Riss. Oh, jetzt wehe, das Pferd heißt jetzt auch Honeydew. Ah, oh, Autumn Lady. Aber das ist auch ein schöner Name. Wie heißt sie da, Reitern? Eden. Keine Ahnung, ob man es richtig ausspricht. Eden, irgendwas. Eden. Wie heißt sie? Eden. King Daughter. Schöner Name ist Pferd, ne? Also, falls irgendjemand von euch mal meine Videos anschaut. Schöner Name ist Pferd. Voll witzig, Honigtau. No, oh Mann. Flippt man auch fast aus. So, warte, hä? Darum und dann hier rum und dann ins Ziel. Und dann bin ich schon fertig. So, jetzt nehme ich schon 12 Minuten auf. Aber die 3 Minuten sind schon reingerechnet. Also eigentlich würde ich jetzt erst 9 Minuten und 15 Sekunden aufnehmen. Also, aber, ja, okay. Wie gesagt, habe ich, glaube ich, in der letzten Rennfolge gesagt, meine ich. könnt ihr euch gerne mal mit mir treffen. Also, das würde ich, das finde ich eigentlich auch cool. Wenn sich mal jemand mit mir treffen will, dann könnt ihr einfach mitreiten für die Aufträge. Und ja. Ich hätte mein Pferd auch Autumn Star, wie der Server nennen können, auf dem ich bin. Ich reite ja auf dem Autumn Star. Also das haben ja auch manche gefragt, auf welchem Server ich reite. Ich bin auf Autumn Star. Und ich könnte mein Pferd auch Autumn Star nennen. Ich glaube, das gibt's gar nicht. Doch, es gibt's.
Voll witzig. Ich glaube, ich mache jetzt noch die Rennen von Barney. Und dann mache ich auch mal wieder Schluss. Und dann mache ich weiter mit den nächsten Rennvideos. Ja, war ja klar. Ich komisch irgendwie. Dass ich jetzt so viel auf einmal... Ich nehme jetzt echt... Zieht euch das mal rein. 2 Stunden durchgehend auf... Nein, ich weiß, dass das dritte Pferd war. Das war hier, oder? War das das? Ich glaube, das gab's schon. Aber das... Nee, das gab's auch noch nicht, oder? Nee, das... Ich glaube, die 2 waren die 9. Gab's auch noch... Keine Ahnung, echt, jetzt hier. Die... Aber es sind diese Paint Horses. Ich mag die schon gern. Also, süß sind sie schon. Also, ich finde die eigentlich total süß. Knuffig. Knuffig, knuffig. Aber ich habe eh schon nur so wenig Star Coins. Wegen Kauf von Honeydew und alles Mögliche. So. Los geht's. Na komm, Honey. Du schaffst das. Erster Sprung. Super gemacht. 2. Sprung. Noch toller gemacht. Noch super. Noch superer. Noch superer. Noch toller. Naja, noch toller. Noch toller. Bleiben wir noch bei noch toller. Super. Yay. Ganz brav. Was soll ich mir noch ausdenken? Toll. Prima. Was gibt's noch? Ausgezeichnet. Toll. Exzellent, genau. Super ausreichend. Sehr gut. ausgezeichnet hatte ich schon. Ohne Fehler. Keine Ahnung. So, okay. Fertig. Honeydew. Ah, Honey. Honigtau. Oh, voll süß. Übrigens, falls ihr fragt, wo man führen kann, das gab es mal kurz als Mittwochs-Update. Für irgendwie einen Monat, glaube ich, oder so. Gab es das bei dieser, gerade habt ihr diese beiden, zeige ich euch gleich. Bei Mali hier sind immer diese komischen Reiter, wo man auch trainieren kann. Dein Pferd, dass das Level aussteigt und so. Und bei der konnte man eben auch so machen, dass man das Pferd führen kann für Star Coins. Keine Ahnung mehr, für wie viel. Aber auf jeden Fall konnte man das machen. Und das kann man, glaube ich, jetzt nicht mehr machen. Das ist leider schade. Die da vorne, die da. Die da. Die hier. Diese Lady da vorne hier. Da, wo ich mit meinem Mauszeiger bin. Oh, wie heißt das Pferd? Ich will wissen, wie das Pferd... Oder auch nicht. Ja, genau. Ja, meine Lieben, ich nehme jetzt schon 16 Minuten auf. Hoffe ich mal. Also, glaube ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, wenn ihr euch mit mir treffen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also, winke ich euch mal. Ciao!